Herzlich willkommen zurück zur Spark Challenge. Ich wundere mich eigentlich, warum ich immer noch Spark Challenge sage, auch wenn Spark nicht mehr mitspielt. Aber eigentlich ist ja auch richtig, weil ist ja seine Challenge, die er ins Leben gerufen hatte, auch wenn er nicht mehr mitspielen möchte. Aber das soll uns ja auch nicht so, nicht von abhalten. Ich mache noch weiter, weil es mir einfach Spaß macht. So soll es sein. Gut. Wir hatten vorletzte Folge, hatten wir ganz freundlich den Smaragd, den Emerald gefunden. Nicht gefunden, wir haben ihn ertauscht. So wie der die Challenge vorgeschrieben war. In der Challenge vorgeschrieben war. Ich habe ein Deutsch heute, das ist zum Heulen. Das ist echt unglaublich. Jedenfalls haben wir das erledigt. Dann können wir hier die Ergebniskiste tun. Haben wir also auch alles da. Was mache ich jetzt? Der nächste, was jetzt interessant wäre, ja? Interessant wäre jetzt tatsächlich nochmal in den Nether zu gehen und diese blöden Wither. Jetzt wird mir gerade ein Link für noch. Seit 2 oder 3 Folgen bin ich auf der Suche nach diesen Skelettknochen, was der völliger Blödsinn ist. Die Köppe brauche ich. Die Köppe. Ich muss doch den Wither spawnen lassen. Sag mir das doch, Jena. Jetzt wird ein Schuh draus. So, ein bisschen aufräumen hier. Mal ein bisschen hier rüber. Ich auf alle Fälle noch ein paar Bücher mitnehmen, weil ich die mal schnell verzaubern da oben. Ich muss mich ehrlich gesagt nochmal an das neue Texture Pack hier gewöhnen. Ach hier. Ich habe nämlich ein bisschen gewechselt, weil der Grunge war ein bisschen heftig für meine kleine PC-Leistung oder Laptop-Leistung. Weil der eigentlich gar nicht so schlecht ist. Aber hat nicht erreicht. Es hat einfach nicht erreicht. Und ich habe gemerkt, wie zum 100. Mal, also nicht wundern, ich habe wieder ein Timer vergessen, ist klar. Ich meine, der läuft jetzt. Es ist unglaublich. Nur mal gucken, wie weit sind wir jetzt schon gewesen? Knapp 2 Minuten. 3 Minuten. Naja. Passt auf. Machen wir jetzt nochmal hier knappe 11 Minuten nochmal drauf da und dann. Gut, reicht schon. Es ist mir schon fast unangenehm. Dabei fällt mir ein, ich wollte ja gerade noch ein paar. Ach, diese Leder. Lederstiefel haben zum Kauen? Bestimmt lustig. Wo ist denn diese blöde Rotten Flash? Wollte jetzt die Hunde gerade ein bisschen füttern mit diesem Rotten Flash. Und ich finde gerade keinen Rotten Flash. Außerdem, warum ist der weiß und diese nicht weiß? Okay. Auch egal. Das ist die Pferderüste und das sind die Sattel. Da haben wir die Beinleien. Ist noch ein bisschen. Ach so, ach. Ja, gut. Es sah aus wie Juhu. So, steht mal auf hier. Kommt mal hier in die Ecke hier. Komm. Wo? Da kriegt einer an. Kriegt mal einer an. Die haben sich vermehrt. Okay. Nur ist ja. Okay. Leute, ich bin kurz weg. Wenn ich wiederkomme hier, macht die keine Sauereien. Na gut. Okay, ich wollte. Gemacht. Also vermehrt schon, aber nicht mit Hunden. Also die Hunde vermehren lassen, meine ich. Oh ja.
So, ach, das haben wir hier. Ja, das ist der Liederfüßer. Will ich nicht. Haben wir hier Haltbarkeit 1. Will ich auch nicht. Haben wir hier Effizienz 1. Will ich auch nicht. Was haben wir hier? Nochmal Effizienz 1. Mein Gott, ey. Ist der mit dem Looting so schwer? Schärfe 1. Rückstoß 1. Okay. So viel dann dazu. Wenn wir das hier reinschmeißen, brauchen wir dann nicht mehr. Dann kommen die hier auch wieder mit rein. Auch noch 40 Bücher. Ein bisschen Eisen können wir wieder rausschmeißen. Wir haben hier noch ein bisschen Minder. Wir haben hier noch ein bisschen. 43 Pfeile haben wir noch. Naja. Gut, 3 Diamanten haben wir noch. Können wir uns dann eventuell das Schwert noch reparieren? Ich müsste aber auch neue Diamanten holen, wa? Ohne so schlecht. Gut. Das können wir auch alle hier. Nein, halt. Baumaterial nehmen wir mit. Könnten wir hier brauchen. Ein bisschen Futter haben wir bei. Eine Werkbank nehmen wir mit, vorsichtshalber. So. So. Wäre alles, oder? Ja, wäre alles. Nochmal runter hinter, kicken, was passiert. Ich denke, auf alle Fälle gleich mal den Sound mal ein bisschen höher schrauben. Und diese blöden Gashöre. Bevor die mich da hinterrücks von hinten angreifen. Sowieso gerade ein bisschen, ja, ein bisschen zwischenladen. Musik und Geräusche, Gesamtlautstärke haben wir hier. Feindliche Kreaturen können wir ruhig ein bisschen lauter machen. Boah. Bisschen sehr laut? Nö. Alter, was hier los ist. Sieht so anders aus, oder? Aber auf jeden Fall ist der Teller hier geworden. Okay. Aber so richtig spawnen will hier nix. Andere Idee. Nehmen wir Baumaterial einfach mit. Den Weg mal ganz freundlich. Wo sind denn eigentlich die Öfen? Wie finde ich jetzt hier die Öfen in diesem Texture-Pack hier? Den haben wir. Na gut. Können wir uns dann manchmal noch einen neuen machen. Ups. So, haben wir zwei Öfen haben wir da. Kohle nehmen wir ruhig. Oh komm, nehmen wir uns die Stacks mit, das reicht. Und dann werden wir uns die Nether Bricks heißen die, glaube ich, wa? Direkt im Nether einfach zusammen craften. Stein ein bisschen verheizen und so und dann. Oh. Also, mein Plan ist, das Ding hier noch auszubauen. Das, was mal meine Falle werden sollte. Ich muss überlegen, dass ich ein bisschen hier Schutz hinstelle. Dass hier irgend so ein Gas das denn wegfeuert. Dann hätte mir auch keine Freude. So, das dahin, ein Stack da rein, ein Stack da rein. So, mal ein bisschen Farm gehen, wa? Hat jedenfalls so nicht funktioniert. Also, ja, hier hinten müssen wir eh wieder abbauen. Das ganze Ding einfach mal ein bisschen erweitern. Mal gucken, ob das klappt. Warum klappt das denn nicht, wenn man es selber macht? Wenn das Ding fertig da steht, als die spawnte Festung, dann klappt das da auch. Ich meine, klar, man könnte jetzt locker in die Festung rennen und dann und sich damit die Viechern anlegen, aber da haben die einen Heimvorteil. Und da uns ja niemand hetzt, niemand drängelt, wir jetzt alle Zeit der Welt haben, kann man ja theoretisch, wa?
Stück so hinlegen, wie man es braucht. Und die Challenge jetzt nach eigenem Ermessen gestalten. Und niemand kann sich hier beschweren. Es gibt kein erster und kein letzter. Und das ist doch cool. Verdammt, nett hier so. Okay. Aber das ist in diesem Texture Pack extrem hell. Das gefällt mir richtig gut, wa? Muss ich ja mal stehen, ey. Na gut. Okay, also ein bisschen Material mal zusammensuchen hier. Bauen wir denn nur eigentlich ab? Wo bauen wir es denn ab? Wo bauen wir es denn ab? Ach, einfach hier, ist egal. Machen wir hier einfach eine Etage tiefer, ist ja egal. Das ist nicht aufregend. Aber spannend, wenn ich den Gas schon wieder höre. Aber ich kann ihn ruhig hören, solange er mich nicht sieht. Sind nur Zombie Pigments, wa? So. Oh, gut. Boah, das Geheule schon wieder im Hintergrund. Wenn ich schon wieder höre, krieg ich schon wieder richtig Kreuzzellen. Ach ja. Kreuzzellen oben, wie so ein Tilt-Effekt. So ein Knockout, sag ich. Schon erwähnt, dass diese Abfarm hier nicht unbedingt die aufregendste Sache ist. Boreal. Wie war denn das genau? Oh, wir probieren es einfach mal weiter. Mehr als nicht funktionieren kann es ja nicht. Ich bin gerade nur überlegen, ob ich vielleicht die Kreuzung breiter oder höher mache. Ich bin mir gerade überhaupt nicht so sicher, was da am sinnvollsten ist. Ich glaube, ich mache noch eben breiter. Ich muss ja an irgendwann liegen, dass es nicht funktioniert. Und da ich nicht weiß, woran es liegt, probiere ich einfach alles aus. Vielleicht gelingt es ja doch. Dann kann ich angeben und kann sagen, ich habe es geschafft. So. Okay, cool. Der Gas wird immer lauter. Ich habe schon zwei von den Kumpels umgelegt. Also leg dich nicht mit mir an, du kleiner Scheißer. So. Zack, wunderbar. Boah, drei Stängel mal hier eine Seite. Ja, genau. Da vierfach mache und da vierfach. Dann mach die Ecke hier. Genau. Ja, tut mir schrecklich, Freunde. Muss scheinbar leider sein. Denn ich befürchte, ich werde auch die Wände mit Netherbricks dicht machen. Versuchen so aus so bestmöglich so eine Festung nachzubauen. In der Annahme, dass das der Grund ist, dass die halt hier nicht spawnen. Und gerade jetzt, wo ich in Ideen schwelge, wenn ich die Stunden lang weitermachen könnte, ist die Folge auch schon vorbei. Schon wieder eine Viertelstunde rum knapp. Also plus minus. Mein Timer war ja wieder mal nicht pünktlich am Start. Macht aber nichts. So, die Wand, die reißen wir hier noch ab. Und dann werde ich mich hier in den Escape-Modus begeben. Mich vor den Ofen da stellen. Also nicht verstecken, aber ich sage mal in Sicherheit bringen. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich für Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.